Oft sind unsere Grundstücke aus Sicherheitsgründen mit Gitter- oder Betonkonstruktionen umzäunt. Meistens sieht das nicht besonders schön aus und bietet auch keinen richtigen Sichtschutz. Solche Konstruktionen können wunderschön mit Kletterpflanzen begrünt werden. So entstehen grüne Sichtschutzwände, die eine ähnliche Funktion wie Hecken erfüllen, aber schneller als Hecken wachsen. Sie sind auch flexibler und können sich besser an die Stützen anpassen. Wir können für jeden Zaun, unabhängig von seiner Höhe, eine Kletterpflanze mit geeigneter Wuchsstärke auswählen und prachtvolle Wände mit Blättern in verschiedenen Farben bzw. blühende Grünwände gestalten. Möglichkeiten gibt es viele. Hier haben wir einen Gitterzaun mit der selbst kletternden Jungfernrebe, Parthenocissus quinquefolia, begrünt. Schon in diesem Jahr bekommen wir dann eine grüne Wand, wie drüben. Alte Pfähle ließen wir stehen, heute sind sie mit der selbst kletternden Jungfernrebe voll begrünt und bilden grüne Säulen. Auch eine Konstruktion aus Betonplatten kann mit Kletterpflanzen begrünt werden. Grüne Wände können von wenigen Dutzend Zentimetern bis zu einigen Metern hoch sein. Bei der Pflanzenwahl ist darauf zu achten, dass ihre Wuchsstärke der Höhe der zu begrünenden Wand angemessen ist. Die Wuchshöhe kann auch durch den Pflanzenschnitt gesteuert werden. Meistens werden Zäune mit der selbst kletternden Jungfernrebe begrünt. Für Gitterwände oder Elemente, die für Rankpflanzen geeignet sind, empfehle ich insbesondere die Sorte Red Wall mit glänzenden, im Herbst rot gefärbten Blättern. Daneben kann die Sorte Yellow Wall mit gelbem Laubwerk im Herbst gepflanzt werden. Für eine Massivwand aus Beton ist die Sorte Murorum geeignet, die mit ihren Haftscheiben an den Ranken an einer glatten Oberfläche klettern kann. Die selbst kletternde Jungfernrebe ist wenig anspruchsvoll, sehr frosthart und relativ schnell wachsend. So ein Zaun wird innerhalb von 2 Jahren bewachsen und in 3 Jahren vollständig grün sein. Allen, die an einem schnellen Begrünungseffekt interessiert sind, wird der Schlingknöterich, bekannt auch als Fallopia balchuanica, empfohlen. In rund 10 Monaten genießen wir einen vollen Sichtschutz. Wenn wir aber eine niedrige Wand mit einer stark wachsenden Kletterpflanze bewachsen lassen, wird der gewünschte Effekt zwar schnell erreicht, wir müssen aber aufwendige Schnittmaßnahmen in Kauf nehmen, damit die Pflanze nicht unkontrolliert wuchert. Schön präsentieren sich Zäune, die mit der dreispitzigen Jungfernrebe Parthenocissus tricuspidata begrünt sind. Diese Pflanzenart ist jedoch weniger frosthart als die selbst kletternde Jungfernrebe. Sie kann in der Zone 6b unbedenklich gepflanzt werden. In der Zone 6a kann sie schon problematisch sein. In der Zone 5 und in kälteren Bereichen ist von dem Einsatz der dreispitzigen Jungfernrebe abzuraten. Auch die Waldreben eignen sich hervorragend für die Begrünung von Zäunen. Besonders empfehlenswert sind stark zu schneidende, also spätblühende Sorten mit großen Blüten, wie zum Beispiel Wenkietne Anjo, Prince Charles, Kardinau Wyszynski, Comtesse de Bouchard, Hagley Hybrid, aber auch Clematis der Viticella-Gruppe, wie Emilia Plata, Betty Corning oder Krakowiak. Diese Sorten sind relativ leicht zu ziehen. Sie blühen, abhängig von der Sorte, von Mitte Juni bis zum Hochsommer. Einige Sorten, zum Beispiel Polish Spirit, blühen im Herbst nach. Für die Begrünung höherer Zäune, über 2 Meter, empfiehlt sich Clematis. Insbesondere ist Clematis der Tangutica-Gruppe zu empfehlen. Die Sorte Lambton Park erreicht eine Höhe von bis zu 3 bis 4 Metern. Sie blüht über den gesamten Sommer und setzt dann schöne, fädrige Fruchtstände an, die insbesondere bei Schnee für einen Blickfang sorgen. Eine stark wachsende Sorte ist auch Bill Mackenzie,
die bis zu 5 bis 6 Meter wächst. Für die Begrünung höherer Konstruktionen eignet sich hervorragend die Waldrebe Paul Fages, genannt auch Summer Snow. Sie schmückt sich im Sommer mit einer Fülle kleiner weißer Blüten. Diese universelle Kletterpflanze kann zur Begrünung hoher Zäune auch in städtischen Räumen und zur Begrünung der Lärmschutzwände verwendet werden. Sie hat geringe Ansprüche und gedeiht auf jedem Boden. Eine empfehlenswerte, bis jetzt unterschätzte Kletterpflanze ist die sturmhutblättrige Scheinrebe. Ampelopsis aconitifolia, die an die selbstkletternde Jungfernrebe erinnert. Die sturmhutblättrige Scheinrebe ist wenig anspruchsvoll, wächst stark, kann Sichtschutzwände bis zu 2 bis 4 Meter bewachsen und hat sehr dekorative Blätter. Ihre kleinen, tief eingeschnittenen Blätter sind windbeständig, weil sie dem Wind keinen Widerstand leisten. Im Herbst werden die Blätter gelb. Ähnlich wie bei der Uferrebe oder beim Baumwürger. Dann kommen sie neben rot gefärbten Kletterpflanzen, wie zum Beispiel Jungfernreben, besonders gut zur Geltung. Eine stark wachsende und wenig anspruchsvolle Kletterpflanze ist auch der rundblättrige Baumwürger, Celastrus orbiculatus. Dieser Baumwürger gedeiht auf jedem Boden und erreicht eine Höhe von bis zu 5 bis 6 Metern. Soll die Pflanze seitwärts wachsen, so muss sie, wie alle anderen Kletterpflanzen, geschnitten werden. Insbesondere in den ersten Jahren, damit sie mehrere Seitentriebe bildet. Der Baumwürger ist zweihäusig, das heißt, dass die männlichen und weiblichen Blüten an getrennten Pflanzen vorkommen. Wenn die weibliche Pflanze Früchte bringen soll, die im Herbst spalten und dabei ihr schönes, orangefarbiges Inneres zeigen, muss sich in der Nähe eine männliche Pflanze befinden. Die weibliche Sorte ist Diana und die männliche Herkules. Die Sorte Herkules wird auch für den Einsatz außerhalb der städtischen Räume empfohlen, wenn uns daran liegt, dass sich die Pflanzen mit dem sonstigen Pflanzenumfeld nicht assimilieren und keine Früchte bilden. An sonnigen und heißen Standorten kann am Zaun auch die amerikanische Klettertrompete Campsis radicans gepflanzt werden. Hier wächst die Sorte Judy mit aprikosefarbenen Blüten. Empfehlenswert sind zum Beispiel auch die Sorte Ursinus mit orangefarbenen Blüten oder die zwei rotblühenden Sorten Flamenco und Gabor. Die Sorten des Kletterspindelstrauchs Eonimus fortunei gelten als niedrige Bodendecker, die nicht hoch wachsen. Gepflanzt an Stützen klettern sie aber mit den Haftwurzeln einige Meter hoch. Dieser Zaun ist 3,5 Meter hoch. Er würde innerhalb von einigen Jahren auch dann begrünt, wenn er 5 oder 6 Meter hoch wäre. So wächst die Sorte Coloratus mit dunkelgrünen Blättern. Die Sorte Silver Queen hat grüne Blätter mit einem weißen Rand und ist sehr frosthart. Selbst bei minus 25 Grad hat sie unter Frost kaum zu leiden und beginnt im Frühjahr zu wachsen. Hier sieht man die Sorte Sunspot. An einer anderen Stelle wächst die Sorte Emeralden Gold. Sie eignet sich auch zur Begrünung von niedrigeren Zäunen, weil sie geschnitten werden kann. Ohne Schnitt erreicht sie eine Höhe von bis zu 3 bis 5 Metern. Große Flächen, zum Beispiel Schutzwände, können mit sehr stark wachsenden Kletterpflanzen begrünt werden. Dazu zählt die rostrote Weinrebe Vitis coignetiae. Sie hat sehr große Blätter, so groß wie die Pfeifenwinde, mit einem Durchmesser von 30 bis 40 Zentimetern. Die grünen Blätter färben sich im Herbst für mehrere Wochen schön weinrot. Die rostrote Weinrebe, nachdem sie sich gestärkt hat, erreicht eine Wuchsleistung von bis zu 7 bis 8 Metern pro Jahr. Hier, an diesem gut belichteten Zaun, gedeiht sie hervorragend.
Zur Begrünung großer Zaunflächen und Schutzwände eignet sich auch die Uferrebe Vitis riparia. Diese Pflanze hat geringe Ansprüche und ist sehr frosthart, bis zu minus 40 Grad. Und, was sehr wichtig ist, sie verkraftet auch salzhaltigen Boden und kann daher an Straßen gepflanzt werden, die im Winter mit Salz bestreut werden. Die Sorte Tomek ist eine männliche Pflanze und Anja eine weibliche. Sehr interessant ist auch die rispenblütige Waldrebe Clematis terniflora. Diese halb immergrüne Pflanze blüht erst im September. Insbesondere die Sorte Early Snow, die sich ab Mitte September mit einer Fülle sternförmiger Blüten deckt. Sie erreicht eine Höhe von bis zu 4 bis 5 Metern. Während alle anderen Pflanzen im Herbst ihre Blätter gerade abwerfen oder neue Farben bekommen, ist die rispenblütige Waldrebe mit ihren dunkelgrünen Blättern und weißen Blüten ein besonderer Blickfang im Garten. Sie steht in voller Blüte bis Ende Oktober. Zur Begrünung niedrigerer Zäune empfehlen sich staudige Clematis aus der Integrifolia-Gruppe, zum Beispiel die Sorte Cizaia ptica, die über den ganzen Sommer blüht, oder die Sorte Praecox aus der Heraclelifolia-Gruppe, die meistens flache Decken bildet, aber auch an anderen Kletterpflanzen Halt finden und hochklettern kann. An nördlich ausgerichteten, schattigen Standorten können an niedrigen Wänden die Kletterhortensie Hydrangea anomala oder die Spalthortensie Schizophragma gepflanzt werden und für hohe Schutzwände wird die Pfeifenwinde Aristolochia macrophylla empfohlen. Dieser 3 Meter hohe Zaun ist mit der Uferrebe Vitis riparia begrünt. Diese Pflanze könnte bis zu 6 bis 7 Meter hoch klettern. Der nördlich ausgerichtete Standort ist für die Uferrebe nicht optimal. Sie gedeiht besser an einer südlichen, östlichen bzw. westlichen Exposition. Hier haben wir die Waldrebe Clematis paulfages, die sehr attraktiv aussieht und eine schöne weiße Wand bildet. Jetzt, im Spätsommer, geht schon die Blütezeit zu Ende. Diese Sorte hat geringe Ansprüche und wächst stark. Für nördlich exponierte Standorte eignet sich am besten die Pfeifen. Die auffallend großen Blätter werden hier durch die Sonne nicht verbrannt. Schön präsentiert sie sich, wie hier, neben der Clematis paulfages. Gestaltungsmöglichkeiten gibt es sehr viele. Es müssen nur entsprechende Pflanzen gewählt werden. Diese Umzäunung ist 1,80 Meter hoch und von der Straße mit einem schwarzen Gewebe als Sicht- und Staubschutz getrennt. Jetzt soll dieser Gitterzaun mit Pflanzen begrünt werden. Nach der Begrünung kann die schwarze Sichtschutzwand entfernt werden. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen hängt von unserem Budget und davon ab, wie schnell der Begrünungseffekt erreicht werden soll. Hier pflanzen wir im Abstand von 1 Meter die selbstkletternde Jungfernrebe Red Wall mit großen, glänzenden, im Herbst schön gefärbten Blättern, die sehr gut am Gitter klettert. Der Abstand kann auch größer sein und 1,5 oder 2 Meter betragen. Dann dauert es aber länger, bis die gesamte Zaunfläche begrünt worden ist. Hier kommt die erste Pflanze, hier die nächste und so weiter. Bei fruchtbarem Boden wird die Pflanze einfach in die Grube gesetzt, so tief, wie sie im Topf saß, ohne dass der Boden in der Grube verbessert werden muss. Degradierter Boden kann verbessert und mit wertvollen Elementen angereichert werden. Nach Bauvorhaben ist der Boden meistens mit dem Unterboden vermischt. Jetzt werden Komposterde und fertiges Pflanzensubstrat beigemischt, um den Boden anzureichern, damit die Pflanzen schneller wachsen. Ich gebe auch etwas Erde aus der Grube dazu. Alles wird vermischt. Es sollten ausschließlich Kletterpflanzen verwendet werden, die in 2 Liter oder größeren Töpfen gekauft wurden. Pflanzen in 9er, 1/2 Liter oder 11er, 1 Liter Töpfen sind zu klein. Sie sollten ein gut entwickeltes Wurzelsystem und mindestens 2 starke Äste haben, die vom Ansatz treiben.
Eine Pflanze der gewünschten Qualität schlägt leicht Wurzeln und wächst schnell. Der gewünschte Effekt tritt 2 bis 4, manchmal sogar 5 Jahre schneller ein, als wenn wir eine kleine Pflanze nehmen. Die Pflanzen werden ins Wasser gestellt, damit sie dann keinen Stress erleben. Sie werden so tief gepflanzt, wie sie im Topf wuchsen. Ich mische etwas fruchtbare Erde bei, die wir früher vorbereitet haben. Nicht zu stark drücken, weil die Pflanze Luft braucht. Obendrauf etwas Erde. Ich habe nur so stark gedrückt, dass sich im Boden keine Lufträume bilden. Dieser Graben hilft beim Gießen, weil das Wasser nicht sofort abfließt. Anschließend wird die Erde mit Rinde abgedeckt, damit der Unkrautwuchs verhindert wird und der Boden länger feucht bleibt. Den Bambusstock lehne ich an die Wand, damit die Ranken besser am Gitter halten. Jetzt zeige ich, wie diese Pflanzen in 2 Jahren aussehen werden. Hier wächst eine ähnliche Jungfernrebe, die gewöhnliche Jungfernrebe Parthenocissus incerata, die vor 2 Jahren gepflanzt wurde und heute schon eine grüne Schutzwand bildet. Schade nur, dass die Lärmschutzwand im Hintergrund nicht so grün ist. Sie wurde zum gleichen Zeitpunkt mit Efeu und Jungfernreben bepflanzt, allerdings nach dem Motto: Billiger ist besser. Die meisten billigen Pflanzen sind inzwischen ausgefallen und die wenigen, die überlebt haben, sind nicht einmal 1 Meter hoch und leiden stark. Die Bewohner sollten Druck auf die lokalen Behörden ausüben und veranlassen, dass auch die Lärmschutzwände schön begrünt sind und die Landschaft nicht entstellen.